Rydlewski das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren! Zukünftig wird NRW die Erfassung politisch rechtsmotivierter Straftaten verbessern und die weitere Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses vorantreiben. Wir Piraten freuen uns, dass das Land NRW dann unsere Fragen nach dem Ausmaß von Hasskriminalität wird beantworten können. Zukünftig werden wir wissen, wie viele Muslime und Muslime in NRW Opfer rechter Gewalt wurden. Wir werden rechte Gewalt genauer erfassen. Und beides ist wichtig, um dann spezifische Maßnahmen gegen spezifische Formen von Hasskriminalität ergreifen zu können. Meine Hoffnung ist, dass wir zukünftig mehr Menschen vor jeglicher Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit schützen können. In dem Fall dieses Antrages komme ich allerdings trotzdem nicht umhin zuzugeben, dass ich mich ziemlich geärgert habe, als wir Piraten uns bei diesem wichtigen Anliegen zunächst doch sehr harsche und ungerechtfertigte Angriffe gefallen lassen mussten. Nicht nur, dass unser ähnlich lautender Antrag fehlerhafter Erfassung rechter Gewalt ein Ende setzen am 14.05. abgelehnt wurde. In der Debatte dazu wurde uns vorgeworfen, dass wir mit diesem Thema lediglich Wahlkampf machen würden. Das ist absurd, weil wir seit letztem Jahr im Innenausschuss immer wieder darauf hingewiesen haben, dass eine Reform der PMK rechts bitter nötig ist. Und immer wieder hieß es von Seiten der Landesregierung, machen wir alles schon oder brauchen wir nicht. Das ist dann schon ziemlich frustrierend, aber das gehört wohl zu den Seiten von Politik in Parlamenten, an die ich mich nie gewöhnen werde. Gleichwohl freue ich mich natürlich, dass wir nun gemeinsam den vorliegenden Antrag, der sogar weitergeht als unserer vom Mai, verabschieden können. Das sehe ich als deutliche Verbesserung der Situation an. Wir hätten natürlich auch noch einen Änderungseintrag anbringen können, der zum Beispiel zusätzlich zur eigenen Erfassung antimuslimisch motivierter Straftaten die Erfassung antiziganistischer, antiromaistischer Straftaten fordert. Aber diesen Antrag hier und heute begreifen wir als einen ersten Schritt. Weitere werden hoffentlich folgen. Und offensichtlich wurde unser Antrag zwar abgelehnt, aber dennoch gut gelesen. Denn es sind weitere Vorschläge aufgegriffen worden. So sollen zum Beispiel die Inhalte in Aus- und Fortbildung der Polizei und der Justiz im Bereich Rechtsextremismus und Rassismus weiterentwickelt und verstetigt werden. Das finden wir ausgesprochen positiv. Das Ganze ist aber kein Selbstzweck. Bitte machen Sie sich klar, viele Opfer rechter Gewalt haben kein Vertrauen in staatliche Institutionen. Wir müssen den Menschen jetzt beweisen, dass Nazis und Staat eben nicht Hand in Hand gehen. Auch die Ereignisse rund um den Nazi-Überfall am Wahlabend in Dortmund haben noch einmal gezeigt, dass die staatlichen Behörden bei weitem noch nicht eng genug mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um rechte Ideologie und Gewalt zu bekämpfen. Es braucht Kontrolle, Aufklärung und viele weitere Maßnahmen. Die Umsetzung der NSU-Untersuchungsausschuss-Empfehlungen ist dabei ein erster Schritt. Ein weiterer ist es, im Herbst endlich einen NSU-Untersuchungsausschuss in NRW einzusetzen. Und ein dritter Schritt wäre, die Menschen für die Situation von Flüchtlingen zu sensibilisieren, denn die Proteste und Gewalt gegen Flüchtlinge nehmen in sehr erschreckendem Ausmaß zu. Machen Sie sich bewusst, dass wir sie weiter antreiben werden. Denn es ist leider noch nicht so, dass die Anerkennung von Vielfalt in Deutschland Konsens wäre. In Studien über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind fast die Hälfte der Befragten der Meinung, dass in Deutschland zu viele Ausländer leben würden. Seit Jahren belegen Studien, zum Beispiel von der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass die Erwachsenen bei der Präventionsarbeit deutlich stärker in den Fokus genommen werden müssen. Und hier hinkt auch NRW hinterher. Sie sehen jedenfalls, auf dem Weg zu einer offenen und pluralistischen Gesellschaft gibt es noch viel Arbeit zu erledigen. Dieser Antrag ist ein erster Schritt dazu. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin.